So, wir wollen einen Blick werfen auf die Logitech Ultra Thin Keyboard Mini Tastatur fürs iPad Mini. Das ist ein Keyboard Cover. Wir haben das hier schon mal ausgepackt. Gucken wir uns gleich noch genau an. In der Schachtel mit bei liegt das Übliche. Wir haben einmal eine Bedienungsanleitung. Wir haben ein kleines Micro-USB-Ladekabel, um den integrierten Akku aufzuladen der Tastatur und so ein kleines Putztuch. Nichts, was wir wirklich brauchen würden. Und ich hole jetzt mal das iPad, damit wir uns die ganze Sache in Aktion anschauen können. iPad Mini ist soweit bekannt. Wir haben hier eins zu liegen mit so einem Smart Cover drauf, ein schwarzes. Smart Cover ist ja an der Seite hier festgemacht mit so einem Magnetverschluss. Und auf das gleiche Prinzip setzt auch diese Logitech-Tastatur. Die hat hier an der Seite, wenn wir uns das mal angucken, so ein kleines Scharnier dran. Das ist auch magnetisch und das kann man, genau wie unser Cover davor, auch einfach ranklicken, links an den Rand. Das Cover selbst schließt ganz ordentlich ab mit dem iPad Mini. Ich denke, das dürfte die Nahaufnahme gleich noch zeigen. Wir haben an der Seite hier einen Bluetooth-Button, einen An-Ausschalter und hier den Micro-USB-Port, um den Akku aufzuladen. Von nahem betrachtet sieht die Geschichte dann so aus: links an der Seite den Micro-USB-Port, der Schalter in der Mitte, den können wir mal betätigen. Man sieht es vielleicht so ein bisschen, der hat auf der einen Seite, ach, da so eine leichte grüne Einsparung, auf der anderen eine leichte rote und dann sieht man, auf welcher Position der gerade geschaltet ist. Der Bluetooth-Button, den braucht man nur beim initialen Pairing, also sobald das iPad Mini einmal verbunden ist mit der Tastatur, muss man dann nicht mehr raufdrücken. Und sobald die Tastatur an ist, verbindet die sich quasi in, ja, ich würde mal sagen, ungefähr 10 Sekunden mit dem iPad. Ich klappe die Geschichte hier mal zu und wir sehen, es liegt relativ genau drauf, schließt ziemlich gut ab an allen Seiten und steht, ich würde mal sagen, so einen halben Millimeter über auf der vorderen Kante. Wenn wir die Tastatur jetzt benutzen wollen, dann klappen wir die Geschichte hier einfach auf, ziehen das iPad oder ziehen diesen iPad-Magneten ab und stellen die ganze Sache hier einfach rein. Es hat dann in so einem leichten Winkel steht es dann hier drin, der Tastatur hält ganz ordentlich, also ich kann ja auch hin und her drücken. Das liegt gut drin und wir haben jetzt hier die Tastatur, um da direkt drauf schreiben zu können. So, schauen wir uns die Tastatur mal im Live-Einsatz an. Ich habe jetzt extra eine etwas größere Schriftart gewählt und die ganze Sache hier mal eingesetzt. Die Tasten selber ist immer schwierig, so Druckpunkte zu beschreiben, aber die schlagen sich relativ gut an und ich würde sagen, es ist vergleichbar mit den Original Apple Bluetooth-Tastaturen. Also man hat hier, man merkt den Klick quasi, man hat ein bisschen ein Spiel drin, aber die Tasten sind nicht wabbelig, die schwabbeln nicht hin und her, sondern man kann den Finger rauflegen und erst wenn man die anschlägt, dann funktioniert das auch so, wie es funktionieren sollte. Wir kennen die sonstigen Einsatzzwecke der Tastatur, die denke ich, brauche ich hier nicht groß weiter zu beschreiben. Also wir haben die Möglichkeit halt hier einen Home-Button anzuklicken. Wir können Play und Pause machen in der Musik, die gerade läuft im Hintergrund, können weiter nach vor und weiter nach hinten springen, haben extra Button, um die Lautstärke einzustellen, beziehungsweise das Gerät stumm zu schalten und haben sogar einen Knopf, mit dem wir zum einen Siri bedienen können, geht dann hier an der Seite auf, als auch einen Button, um direkt in die Suche reinzuspringen. Das kennt man vom iPad, da kann man dann direkt, was hatte ich hier gerade auf, Textastic eingeben meinetwegen und die ganze Geschichte dann wieder öffnen. Die Sondertasten schauen wir uns gleich nochmal ausführlich an. Auf der Tastatur drauf, das ist vielleicht ganz wichtig, weil wir hier auch mit dem deutschen Keyboard-Layout arbeiten, haben wir die Umlaute extra als Tasten angelegt. Also da brauchen wir jetzt nicht eine Funktionstaste drücken, damit wir die schreiben können. Das gleiche gilt für das SZ. Oben ist halt eine Zahlenreihe und wir haben hier den Löschbutton ganz oben in der Ecke zu sitzen, was ich persönlich ziemlich gut finde. Wenn man sich da mal die anderen Alternativen auf dem Markt anschaut, dann hat man den öfter mal in der zweiten Reihe und darüber ist dann noch irgendein Sondersymbol, meinetwegen auch ein Lautstärkeknopf. Und wenn man so im Schreibefluss ist und man ist es gewohnt, oben rechts zum Löschen zu drücken, vertippt man sich da ab und zu. Hier ist das nicht der Fall. Es gibt noch einen Sonderbutton, um die Tastatursprache zu wechseln. Kann ich hier mal raufdrücken. Dann können wir uns zwischen den internationalen Tastaturen hin und her schalten, die wir aktiviert haben hier. Da sollte ich jetzt vielleicht mal wieder die deutsche nehmen. Und wie gesagt, es ist eine wunderbare Tastatur. Ich kann mich überhaupt nicht beschweren, habe eigentlich nichts, was mich hier dran stört. Und wir gucken uns mal die Tasten nochmal aus einer etwas näheren Entfernung an. So, das gibt, glaube ich, einen ganz guten Eindruck. Oben links der Home-Button, dann die Leiste mit den Ziffern, wo wir dann auch die Sondertasten drauf haben, Play, Pause und so weiter und so fort. An der rechten Seite dann die Umlaute
und unten noch die Cursor-Tasten, Control, Command etc., die man natürlich braucht, wenn man die ganze Geschichte zur vollen iPad-Bedienung einsetzen will. Da können wir vielleicht auch nochmal das Video verlinken. Entschuldigung. Wir hatten ja letztens darüber gesprochen, dass sich quasi das komplette iPad mit der Tastatur steuern lässt. Apps lassen sich starten, man kann aus den Apps wieder rausspringen. Unterschiedliche Anwendungen auswählen. Vielleicht verlinken wir das auch hier nochmal, das Video. Und ja, das war's im Großen und Ganzen mit der Logitech-Tastatur. Abschließend sollten wir eventuell nochmal auf ein, zwei Basics eingehen. Natürlich lässt sich das iPad hier auch hochkant reinstellen. Es hält wesentlich besser, wenn man es im Querformat drin hat. Oder ich persönlich habe das Gefühl, das ist dann nicht ganz so wackelig. Also es ist schon dafür gedacht, dass man die ganze Sache hier quer reinsteckt. Aber es geht auch im Hochformat, wenn man einen Texteditor hat, der da mehr Lust drauf hat. Der Akku, ich klicke das hier mal wieder ran an die Seite. Ah, falsche Seite. So, haben wir es. Der Akku hält 3 Monate. Die Tastatur selber schaltet sich von alleine aus. Also die geht irgendwann in so einen Batteriesparmodus rein. Da drückt man dann einfach eine Taste und aktiviert die damit wieder. Das heißt, man hat, wenn man die eine halbe Stunde lang nicht benutzt, muss man noch zusätzlich 3 Sekunden warten, ehe man die wieder benutzen kann, nachdem man da auf die eine Taste drauf gedrückt hat. Ansonsten, wie gesagt, 3 Monate mit einer Ladung. Die ganze Sache funktioniert hier unglaublich gut als Case. Das iPad liegt dann nicht auf den Tasten drauf, sondern es hat so kleine Abstandshalter noch mit drin. Ist ungefähr, ja, ich würde sagen, genauso dick wie das iPad Mini, vielleicht sogar noch 2 Millimeter kleiner an den Seiten. Und ist ein unglaublich angenehmer Begleiter. Also ich hatte jetzt schon relativ viele Tastaturoptionen fürs iPad in der Hand und kann hier eine ausgesprochene Empfehlung aussprechen. Sagt man das so? Nein, wahrscheinlich nicht. Aber Kaufempfehlung von meiner Seite, gute Verarbeitung, gute Tastenanschläge, sofort verbunden, der Akku hält lange, man hat die Sondertasten, was will man mehr? Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wünsche ein schönes Wochenende.